Wir glauben, dass sich in den nächsten 10 Jahren die Geschäftsmodelle und Prozesse noch radikal verändern werden aufgrund der technischen Möglichkeiten. Wie beim selbstfahrenden Auto glauben wir daran, dass auch Unternehmen in Zukunft sehr viel stärker durch Systeme selbst gesteuert werden. Zum Beispiel durch die Buchung eines Materials, das automatisch erfolgt. Wir wollen also mit dem intelligenten Unternehmen die Menschen, die Prozesse und die Systeme zusammenbringen. Machine Learning bildet eine völlig neue Dimension ab. Im Gegensatz zu klassischen Entscheidungsbäumen ist es ein selbstlernendes System, das die Genauigkeit und die Verbesserungsfähigkeit bei der Automatisierung um Dimensionen verbessert. Beispielsweise bei uns die Cash Application, die wir selbst bei uns nutzen, die von einer 60%igen Genauigkeit von Rechnungseingangsprüfung gegen Zahlungseingang auf weit über 90% kommt. Auf 2 Arten. Als erstes werden wir unsere eigenen Applikationen natürlich intelligent machen, indem wir Prozesse automatisieren, stärker automatisieren als heute noch durch Machine Learning. Das Ziel ist es, 50% des ERPs mit Machine Learning bis 2020 zu optimieren. Als zweites bieten wir aber auch eine Plattform zur Innovation. Das heißt, die Machine Learning Foundation als Plattform für Entwickler auf der einen Seite Applikationen bauen zu können und die Tools zur Verfügung zu stellen, auf der anderen Seite aber auch ein Toolset für die Data Scientists, die dort Algorithmen trainieren und ausrollen können ins Unternehmen. Und der dritte Punkt, der, glaube ich, wichtig ist, dass wir mit Chatbots und mit der Spracherkennung die Eingabe in die Systeme völlig revolutionieren werden. Also nicht mehr tippen, sondern mit dem System einfach reden und Fragen stellen.